Hallihallo und willkommen zurück zu Java. Ja, dieses Mal machen wir die Tree Sets. Ich habe ja das letzte Mal gesagt, ich zeige euch die Hash Maps, aber ja, die werde ich jetzt noch ein Video oder zwei aufschieben, denn wir machen jetzt zuerst die Sets fertig und danach gucken wir uns die Maps an. Gut, alles klar, also ein Tree Set ist, wie der Name schon sagt, ein Baum. Das bedeutet, falls ihr wisst, was Bäume sind in der Informatik, das Ganze ist in einem Baum sortiert oder geordnet. Und falls ihr nicht wisst, was Bäume sind, schaut euch meine Videos dazu an. Die sind nämlich echt cool eigentlich. Mal Werbung im eigenen Sinne machen hier. Ja, und ein Treeset ist jetzt als Baum organisiert. Sprich, wir können das Ganze sehr leicht geordnet halten, also sortiert halten. Und deswegen wird es auch automatisch alles sortiert. Also alles, was ich in diesen Tree hier reinpacke, wird automatisch sortiert. Und das ist natürlich ziemlich cool, weil ich gerne sortierte Sachen habe. Zumindest manchmal. Und dann benutze ich ein Treeset. Es kostet natürlich ein bisschen mehr als einfach nur eine Arrayliste oder so, aber oder auch mehr als ein Hashset. Aber, also es ist langsamer, will ich damit sagen. Aber es ist halt sortiert. Und das ist echt cool eigentlich. Man braucht es nicht so, man braucht nicht so viel mehr Laufzeit dafür. Aber man braucht vor allem hier eine Klasse, die man sortieren kann. Und deswegen muss hier unbedingt ein Comparable rein. Es geht natürlich, wenn ich einen Integer rein tue. Da muss ich den natürlich auch hier reinmachen. Aber ich möchte jetzt hier vielleicht nicht unbedingt einen Integer immer haben, sondern ich möchte was Eigenes haben. Und deswegen brauchen wir das Interface Comparable, das uns Java schon liefert. Und wir brauchen eine eigene Klasse, die nenne ich jetzt einfach mal MyComparable. So. Und die implementiert genau dieses Interface. Implements Comparable. So. Und auch dieses Interface braucht ein Generic, beziehungsweise ist ein Generic und braucht hier eine Klasse, die es vergleichen soll. Und da gehen wir einfach MyComparable mit an. Ja, das ist ja das, was wir machen wollen. Wir wollen die Objekte mit sich selbst vergleichen. So, dann sagen wir hier einfach Add Implemented Methods und haben hier die Methode CompareTo. Und CompareTo hat ein paar komische Werte. Das ist leider irgendwie doof kodiert hier mit dem Integer. Ja, es gibt natürlich, wenn ich Sachen vergleiche, ein größer, ein kleiner und ein gleich. Und das heißt, wir brauchen zwei Werte. Ja, wir brauchen im Prinzip noch, ja, wir brauchen eigentlich bloß diese zwei Werte und deswegen hier noch vielleicht ein Integer a gleich 42. Und ja, hier wird dann automatisch 0 zurückgegeben. 0 bedeutet in diesem Fall Gleichheit. Gleichheit ist jetzt nicht unbedingt das erste, was wir hier prüfen wollen. Wir wollen natürlich zuerst mal schauen, O.A, also dieses Comparable, was ich hier mitbekomme, heißt O. Und wenn das gleich ist wie das A aus dieser Klasse hier, dann gebe ich Gleichheit zurück, sprich 0. Else if, wenn mein O.A, beziehungsweise lass uns das umschreiben, dann ist es vielleicht intuitiver. Oben bei der Gleichheit ist es ja wurscht, aber jetzt machen wir this.a. Wenn das größer ist als o.a, sprich, dann ist auch der Return-Typ größer, deswegen kann man sich vielleicht so besser merken, deswegen wollte ich es gerade umgedreht haben. Und dann geben wir 1 zurück und else wäre dann der Fall, dass this.a kleiner ist als o.a, dann geben wir auch den kleineren Wert zurück, nämlich minus 1. So. Und ja, das war's dann auch schon. Und so hat man sich jetzt quasi ein vergleichbares Objekt erstellt. Das sollte man natürlich hier bei der Gleichheit, beziehungsweise beim Größer oder Kleiner, sollte man das für alle Werte machen. Und da muss man natürlich auch noch überlegen, was mache ich, wenn die Dinger ungleich sind, beziehungsweise wenn ich es nicht vergleichen kann. Da muss man natürlich eine Lösung dann finden. Tatsächlich sind außer diesen drei Werten eigentlich keine Werte hier vernünftig erlaubt. Im Prinzip ist es hier aber nicht zwingend notwendig, minus 1 oder 1 zu benutzen, sondern einfach nur was größer 0 und was kleiner 0. Sprich, ich könnte die auch voneinander abziehen und dann das zurückgeben. Das wäre dann wahrscheinlich das Einfachste, wenn ich hier einfach, oh, das wäre tatsächlich sogar deutlich kürzer, wenn ich einfach this return this.a minus o.a. Das ist mir gerade aufgefallen, das wäre wahrscheinlich die schnellste Variante, weil dann sind wir größer als 0. Wenn this.a größer ist, kleiner als 0, wenn o.a größer ist und gleich 0, wenn sie gleich groß sind.
wäre natürlich die schnellste Möglichkeit dafür, aber man muss sich eben was überlegen, wie man jetzt zum Beispiel noch andere Integer hier, Integer b gleich, keine Ahnung was, 1, 2, 3, okay, wenn man diese jetzt hier auch noch mit verwursten möchte. Da muss man dann halt wirklich gucken, welches ist jetzt zum Beispiel mein größerer Integer. Und deswegen hat natürlich der Baum auch keine Ahnung, wie er das dann machen soll. Und deswegen braucht er eben dieses Comparable. So, und jetzt packen wir einfach dieses MyComparable hier rein. Sagen hier natürlich auch MyComparable. Und sind glücklich. So. Ja, wir probieren jetzt hier einfach mal. Achso, übrigens, wenn man hier ein Nicht-Comparable reinsteckt, dann kann es passieren, dass er die Equals-Methode benutzt und die vergleicht einfach nur die Referenz. Sprich, es ist pure Willkür, was dabei rauskommt. Also immer schön ein Comparable reinstecken. Kann auch sein, dass es mal kein Error schmeißt. Ich weiß nicht genau, wie die das mittlerweile haben. Ich meinte, sie haben es rausgetan. Gut, ja, jetzt können wir hier natürlich irgendwelche Sachen reinstecken. Ich möchte dann tatsächlich doch mal lieber mit dem Integer fortfahren, denn das ist einfach einfacher. Und wir sagen hier t.add 42. Im Prinzip ist ja unsere Klasse hier nichts anderes wie eine Mini-Integer-Klasse, die halt ein paar Methoden hat. Ja, dann machen wir hier t.add minus 42. Ups, das Semikolon sollte natürlich raus. Und t.add 60. Und das sollte natürlich rein. So. Wenn wir jetzt diese ganzen Dinger hier ausgeben lassen wollen, dann brauchen wir wieder so einen Iterator, den wir schon hatten. Dann ist es ja auch wieder ein Set und ein Set könnt ihr euch als mathematische Menge eigentlich vorstellen. Sprich, es sind einfach irgendwelche Sachen. Das heißt, es gibt da auch übrigens keine Duplikate drin. Kann ich aber gerne mal noch einen reinfügen. Ja. Das heißt, wir brauchen wieder so einen komischen Iterator, denn es gibt ja offenbar keinen Anfang und kein Ende von diesem von einer mathematischen Menge. Sprich, das ist einfach nur eine zusammengemanschte Menge an Zahlen, die uns da um die Ohren fliegt und ja, wir müssen da irgendwie durchkommen. Sprich, wir fangen irgendwo an und hören dann irgendwo auf. Und deswegen sagen wir hier einfach wieder t.iterator. So. Und jetzt müssen wir wieder aufpassen, dass wir den richtigen Iterator importieren. Achtung, nicht der für HTML-Dokumente, wieder mal, wie letztes Video auch schon, sondern den für Java Util. Das ist wirklich furchtbar. Ja, und deswegen sagen wir hier dann einfach i.hasNext. Das kennen wir ja schon. Solange wir ein neues Element finden, entschuldigt bitte, solange wir hier ein neues Element finden, geben wir genau dieses Element aus. i.next. So, das gibt uns das aktuelle Element zurück und setzt den Iterator auf den nächsten Schritt. Gut. Ja, und jetzt sehen wir, es gibt keine Duplikate, denn die 42 ist nur einmal drin. Das heißt, die Size wäre auch nur 3. Und wir haben hier die minus 42 als erstes, obwohl wir sie als zweites hinzugefügt haben, und die 60 als letztes. Ziemlich cool, oder? Das heißt, alles wird automatisch sortiert. Das ist quasi eure eigene Baumstruktur. Könnt ihr euch so denken. Wir haben da ja mal eine Weile relativ aufwendig an einem rumgeschrieben und ja, im Prinzip liefert euch das Ganze schon Java mit. Gut, alles klar. Dann hoffe ich, es hat euch gefallen dieses Mal und ja, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao, ciao.